willkommen zu einem weiteren Video. Wir bauen heute was Wundervolles. Wir bauen heute nämlich ein Lego Star Wars Set auf. Und da haben wir das 75301. Da ist das gute Stück gar nicht mal so klein. 474 Teile. Und wir schauen uns dann gleich mal an, was wir hier alles Wunderbares haben. Also, was haben wir hier Schönes? Einmal das Set. Wir haben hier den X-Wing von Luke Skywalker. Ein sehr, sehr schönes Set, glaube ich. Mal schauen, wenn es dann aufgebaut ist, wie es dann wirklich ausschaut. Und was wir noch hier Wunderbares haben, Abenteuer-Rückseite haben wir natürlich. So sieht man das halbwegs. Ja, so würde es, glaube ich, gehen. Genau, wir haben hier den wunderbaren X-Wing. Die Flügel sind hier zusammengeklappt. Es gibt einen Mechanismus. Hier scheint, als wäre es sogar so ein Lego-Technik-Mechanismus, wo wir die Flügel auf- und zuklappen können. Wir können R2-D2 mit dem ganzen Körper hier einmal reintun. Das ist auch eine coole Sache. Wir haben hier Laser, glaube ich, sogar zu verschießen. Die Kabine natürlich kann hochfahren, wird aufgemacht. Und was haben wir noch so Wunderbares? So, und seitlich hier nichts Besonderes, was irgendwie cool wäre jetzt. Ist mir nichts aufgefallen, natürlich hier Luke Skywalker in der originalen Größe natürlich. Und ja, Minifiguren sind auch dabei. Minifiguren seht ihr hier. Haben wir Luke Skywalker, wir haben Prinzessin Leia, General Dodona und R2-D2. Also, das sind mal die Sachen, die wir so hier so wunderbar sehen. Und wir schauen gleich mal in die Schachtel rein. Wir wollen sie wieder mal nicht kaputt machen, deswegen schneide ich hier ganz vorsichtig, wo die Daumen aufgezeichnet sind, mal rein. Und dann können wir das Ganze viel schöner öffnen. Seid dabei aber sehr, sehr vorsichtig, nicht, dass ihr euch verletzt. So, sollte es auch schon gewesen sein. Und jetzt können wir reinschauen, was wir hier Wunderbares haben. Also, hier mal öffnen, einmal klicken, einmal klack. Und wir können hier reinschauen. So. Also Schachtel mal auf die Seite legen. Wir haben natürlich hier jede Menge wunderbare Sachen. 4 Säckchen sind hier. Genau, 1, 2, 3, 4. Dann haben wir Sticker. Sticker sind immer wunderbar. Freut sich jeder gewaltig. Jeder, der gerne mal hier ein paar Euro ausgibt, denkt sich Lego wunderbar, kaufe ich mir. Ich will ja die Sticker kleben, das macht Spaß. Ihr seht ja schon, ein paar Sticker sind es. Mal schauen, wo die raufkommen, aber wir kleben sie zum Schluss, ganz, ganz zum Schluss, wenn wir fertig sind damit, erst drauf. Also legen wir gleich mal auf die Seite, brauchen wir jetzt sowieso nicht. So, und die Bedienungsanleitung, eine sehr kleine, kompakte, schöne Bedienungsanleitung, sollte Spaß machen. Wir legen gleich mal los. Also wir bauen das Ganze und wir sehen uns dann gleich wieder. Also bis gleich. Sehr schön. So, wir bauen das Ganze auf. Fangen natürlich mit der Nummer 1 an.
Wir haben das Ganze geschafft, wir machen jetzt noch ganz kurz die Sticker fertig und dann sollte das ganze Modell auch fertig sein. Ich zeige es euch noch. Sieht super aus, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. War nicht schwer zu bauen oder so. Funktion ist dabei. Schauen wir uns das später gleich mal an. Ja, im Großen und Ganzen. Sehr schön. Steht auch schön da. Aber es gibt so, wir bauen das zusammen. So, Skywalker, steht dann. Und jetzt brauche ich meine Pinzette. Weil damit geht es doch am schönsten, finde ich. So, aus der Seite. Hier haben wir die wunderbaren Sticker und legen gleich mal los. Ich glaube, die ersten waren. Das allererste war noch ganz vorne im Rumpf. Auf jeden Fall. Das ist ungefähr. Hier kommt es. Hier ist es auch schon. Ja, die Nummer 1.
kommt vorne drauf. Ich nehme jetzt wieder mit meiner Zange. So, mal schauen. Ne, fang noch nicht an. Ich würde sagen, so geht's gut. Ah, passt schon. Wunderbar. Erstens die Zahnbeton. Der nächste war dann oben, glaube ich, bei dem ganzen Aufbau hier. Ja, genau. Das Technische hat dann einen Sticker bekommen, ganz zum Schluss. Das sieht man ein bisschen zu weit, da waren wir auch. Genau, nicht mehr weit. So, die 11 und die 12 haben wir hier. 11 und die 10, ne? 11 und die 10 sind es. Okay. In die Mitte kommt die 10. Okay, den Sinn dahinter verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Wenn Sie das so haben wollen, dann machen wir das Ganze auch so. Ach, das soll hier ein bisschen das Ding darstellen, wo der Droide drin ist. Ich würde mal sagen, hier ist so wirklich. Ja, sieht gut aus. Und zweimal noch mit dem hier. Nein, nicht gut. Ja, den hier. So, passt. Dann die Seitenteile hier. Das ist das erste und hier kommt die Nummer 2 auf. Nummer 2 auf diese Seite hier. Einmal. Und von der anderen Seite das nächste. So, passt. Und hier kommt die nächste, da haben wir hier einmal die Nummer 6. Nummer 5. Geht noch. So, wir haben jetzt alle Sticker angebracht. Schaut mal. Vielleicht sieht man es, glaube ich, so besser. Wir haben jetzt die Sticker angebracht. Hier, Motoren seitlich vorne und hier übereinander. Diese haben wir jetzt gemacht. Das passt auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist soweit. Wir müssen jetzt unseren Luke Skywalker reinsetzen. Genau, den setzen wir jetzt gleich mal rein. Wir schauen aber nur, haben wir hier irgendwo noch Platz für das Lichtschwert? Nein, in diesem Fall haben wir das nicht. Wir haben das beim Jedi Starfighter haben wir das gehabt. Da haben wir das Lichtschwert unten reingeklemmt, damit wir das Ganze nicht verlieren. Das war recht cool. Ich zeige es euch ganz kurz.
Genau. Wir haben hier den Jedi Starfighter, kennt ihr vielleicht noch. Habe ich auch mal gebaut mit euch. Und hier unten haben wir ein Laserschwert angebracht. Genau so ist es. Hier unten. Sieht man das vielleicht? Ja, sollte man ein bisschen sehen. Hier ist das Laserschwert angebracht. Probieren wir es hier nochmal. So, hier haben wir das Laserschwert von unten angebracht und es hält hier wunderbar. Ja, das hält hier. Hier haben wir aber jetzt, ich habe noch nicht gesehen, dass wir das irgendwo anbringen können. Auf jeden Fall braucht ihr es jetzt auf jeden Fall als erstes Mal nicht. Und wir setzen ihn gleich mal rein. So, da haben wir jetzt einen ziemlich coolen Sitz. Da liegt er mehr, als wie er sitzt. Aber das ist richtig, richtig, richtig cool. Finde ich da. Seht ihr? Das sitzt und liegt er da drin. Sieht man ein bisschen. Ja, hier sitzt er. Sieht man wunderbar. So. Dieses Schwert können wir jetzt wegpacken, weil wir haben ja nichts, keine Halterung. Wäre schon cool gewesen, wenn man hier das irgendwie dazu hätte packen können. Das wäre richtig cool gewesen, aber haben wir nicht. Okay, ist halt so. Gut, Laserschwert kommt auf die Seite. Und R2-D2, er ist super. Er ist wirklich, wirklich cool. R2-D2 ist mit dabei und der kommt hier oben rein. Und dann steht und sitzt er da drin, hoffentlich ziemlich gut. Das Ganze wackelt ein bisschen, aber okay, ist nicht so schlimm. Ja, auch die Spaltmaße, wenn die Flügel zu sind, sind minimal. Aber dafür haben wir ja die Funktion, wenn er dann wegfliegt, er kann ja dann wegfliegen. Und dann drücken wir hier, haben wir so einen Knoppel, so einen Teil, können wir drücken. Und wenn wir das gedrückt haben, so... So, drücken wir zusammen und dann geht das Ganze auseinander. Dann sieht auch hier der X-Wing bedrohlich aus, dann haben wir das X auch geschaffen und dann können wir das Ganze wieder zusammenklappen. Ja, cool, nochmal, probieren wir. Draufdrücken. Ui. Ich muss es, glaube ich, anders halten, ich muss es von hier halten. Probieren wir es nochmal. So, wir drücken das Ganze nochmal zusammen und... Tschack, aufgeklappt und der X-Wing von hinten ist bedrohlich. Passt. Sieht gut aus, glaube ich. Und damit können wir auch spielen. Man schüttelt das Ganze, es hält ziemlich, es klappert ein bisschen, man hört es klappern, aber ist nicht so schlimm. Und sieht gut aus, ist ziemlich groß hier. Könnt ihr das sehen? Und müssen wir wieder, wenn wir das hinstellen wollen, zusammenklappen, die Flügel natürlich. Wir haben ja eine Funktion. Wir können hier nämlich auch schießen. Schießen gleich mal. Wenn wir das Ganze nach oben drücken, hier den Laser, dann kommt er raus. Der schießt wieder raus. Okay, passt da bitte auf. Das kommt ganz schön richtig doll raus. Ja, könnt ihr damit sehr, sehr viel umherschießen, aber aufpassen natürlich. Ja, und so im Großen und Ganzen sehr schön. Natürlich, Maße schauen wir uns ganz kurz noch an. Haben wir hier ungefähr 28 in der Breite. In der Länge haben wir jetzt, würde ich mal sagen, 33 haben wir hier. Und in der Höhe das Ganze mit R2-D2 ungefähr 7-8 cm. Das ist nicht so genau. Auf jeden Fall cool, eher flach gehalten. Stellen wir gleich den Jedi Fighter daneben hin. Boah, ist schon groß hier. Das wirkt schon. Ja, wirkt schon sehr, sehr. Wie sieht es hier aus? Ach, schon groß. Hier zum Vergleich. Jedi Fighter versteckt sich dahinter. Jetzt stellen wir das Ganze mal um. Jedi Fighter nach vorne. Ihr seht schon hinten, das ist richtig groß. Gefällt mir sehr gut. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hier mal nochmal ausgeklappt das Ganze. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich ein schönes Lego-Teil baue. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.